Hi, hier ist der Joey von Session und heute möchte ich euch in unserem Videoblog gerne die Washburn WM24 in Metallic Silver zeigen. So, jetzt stelle ich euch die WM24 mal genauer vor. Wir fangen oben an der Kopfplatte an. Da haben wir 6 gekapselte schwarze Diecast-Mechaniken auf der rechten Seite und damit halt eine Pointy-Handstock, so Richtung Eishockeyschläger. Der Hals besteht übrigens aus Mahagoni und führt dann in ein Palisander-Griffbrett mit 24 Jumbo-Threads und schicken Griffbretteinlagen, die so ein bisschen so an einen Kompass erinnern, was eigentlich ganz schick ist. Danach geht es weiter. Der Hals ist in den Mahagoni-Korpus geschraubt. Der Korpus selbst ist gewölbt, gefräst. Ich hoffe, man erkennt es gut an den Schatten, die es jetzt hoffentlich wirft. Die Lackierung ist Metallic Silver, daher auch der Kürzel MS in der ganzen Produktbezeichnung. Verbaut sind 2 Tonarten mehr von Randall, der Ultra Lead oben am Hals und eine Ultra XL hinten an der Bridge. Verschaltet ist das Ganze dann mit einem Dreiwege-Toggle zum Auswählen der Pickups, einem Volume Potty und einem Tone Potty. Und dann gibt es noch ein lizenziertes Washburn Floyd Rose, ebenfalls in Schwarz. Noch dazu haben wir ein schwarzes Binding, was diesen Racing Stripe Modern Style noch sehr gut unterlegt. Auf der Rückseite haben wir dann Zugang zum Federfach, der übrigens schön flach gehalten ist, um möglichst viel Holz an der Gitarre zu lassen. Zugang zum E-Fach. Hier sieht man nochmal den Hals-Korpus-Übergang verschraubt, auch leicht ausgefräst, damit das Spielen in den hohen Lagen schön angenehm ist. Der Hals ist rückseitig auch lackiert und hier oben noch der Hinweis auf das Bass-Fighten-Tuning-System, was die Seitenlängen im Einzelnen ein bisschen kompensiert, um so der natürlichen Stimmung, der wirklich reinen Stimmung etwas näher zu kommen, was auch wirklich gut funktioniert. Selbst bei einer Floyd Rose Gitarre. Jetzt möchte ich euch die Gitarre nochmal gern zeigen im Clean-Bereich. Ich spiele jetzt dreimal hintereinander wieder mal das gleiche Lick. Fange am Halstonabnehmer an, dann gehe ich in die Zwischenposition mit beiden Humbuckern und dann den Steg noch dazu, so dass man die Unterschiede halt schön raushört. Erwartungsgemäß war es so, dass der Halstonabnehmer schön blubbert, schön in den Tiefmitten präsent ist, um Akkorde, Single Note Lines gerade im Clean-Betrieb eben schön kommen zu lassen oder dann eben auch im verzerrten Single Note Bereich, Solo, Lead, wie auch immer, trotzdem definiert zu sein. Und der Steg-Pickup hat halt mächtig geschoben, war sehr knackig. Clean vielleicht nicht unbedingt die größte Alternative, aber er schiebt halt doch ganz schön. Jetzt zeige ich es euch nochmal im Lead-Bereich und tja, dann sind wir fast schon wieder durch. Musik
Ja. Gut, ich hoffe, ich konnte euch die Washburn WM24 ein bisschen näher bringen. Ihr könnt ihn natürlich bei uns ausprobieren oder einfach vollkommen risikofrei im Internet bestellen. Ihr wisst ja, 33 Tage Moneyback, 66 Tage Zeit, das Gerät umzutauschen gegen irgendwas anderes aus unserem Sortiment. Also da habt ihr überhaupt kein Risiko und vollen Spaß und außerdem die volle Unterstützung von meinem Team und mir auf eurer Seite vor, während und nach dem Kauf. Und das wäre schon wieder von mir gewesen. Ich bin der Joey von Session. Macht's gut.